Ja, es geht ja nicht darum, ob ich es nachvollziehen kann oder nicht. Ich finde es mal ganz grundsätzlich schade. Schade, weil die Teutonia ja, es glaube verdient gehabt hätte, das Spiel vor heimischem Publikum auszutragen. Und heimisch ist dann für mich trotzdem die Region Hamburg, wo dann ja, einfach die Spielstätte nicht Leipzig ist. Und dementsprechend finde ich es extrem schade. Ja, Timo habe ich sehr gut gesehen, wie ganz, ganz viele andere Spieler auch. Eine zweite Reihe bei uns, ja, es tut mir mit der Begrifflichkeit ein bisschen schwer. Natürlich gibt es Spieler, die jetzt ein bisschen mehr, ein bisschen weniger gespielt haben. Das ist normal, weil wir nun mal nur 11 aufstellen dürfen, können. Ich habe immer wieder an die Geduld appelliert, 3 Wochen lang sich zu gedulden. Da kommen englische Wochen auf uns zu. Ja, so ganz viele lange Wochen wird es nicht mehr geben. Wir spielen jetzt alle 3 bis 4 Tage und das tut uns gut. Und deswegen gibt es bei uns jetzt keine erste, zweite, dritte Reihe, sondern Sie werden sehen, dass dann diese Spieler und dieser Kader ins Rollen kommt, wenn wir dann die zweite, dritte, vierte englische Woche mal haben. Und das tut uns sicherlich gut. So ist der Kader auch konzipiert und aufgestellt. Nicht, dass wir einmal pro Woche spielen, sondern am besten zweimal und am besten ganz, ganz lange bis in den Mai, Juni rein. Mai zumindest. Mai. Genau. Dem ist nichts hinzuzufügen. Die Frage ist, wofür St. Pauli steht. Wir spielen 22 Leute mit einem Ball. Also ich weiß jetzt nicht, was jetzt irgendwo daran verwerflich ist. RB Leipzig hat alle Regularien erfüllt, um in dieser Liga spielen zu dürfen und in diesem Wettbewerb spielen zu dürfen. Ist für mich so ein bisschen die Frage. Aber am Ende ist es halt so, dass das so entschieden wurde. Und ich glaube, wir persönlich haben oder die Mannschaft persönlich hat da schon partizipiert, in so einer schönen Atmosphäre zu spielen und hat es mehr genossen, als sich darüber zu ärgern, dass wir einen Gast hatten, der nicht willkommen ist in der Stadt Hamburg.